wenn die uns darum bitten, von Mike Kennedy, wenn die uns darum bitten, dass wir irgendwie so eine Weihnachtswerbung machen oder so. Das heißt, das nicht machen. Auf keinen Fall. Mehr. Das ist das nicht machen. Nein, das ist das Peinlichste aus dem Moment. Ganz ehrlich, schön, Christian, was würde ich im Leben, würde ich das nicht machen. Versprich mir das, dass nein, wir auch an einem Strang ziehen, dass wir beide Nein sagen. Ja, und am Ende sitzen wir vor so einem Adventskranz. Keine Chance, sie haben keine Chance, mich dazu zu bewegen. Kein Engel, kein Rentier zieht mich in die Werbung. Nee, das soll immer berühren, das soll immer alles so berühren. Du erinnerst mich aber ein bisschen, erinnerst du mich an meinen Opa. Wirklich? Ja, der war auch immer so ganz zart in der Seele, weich. Und nach außen hat er so ein bisschen den Dösbaddel gemacht, damit man seine verletzte Seite nicht sehen kann. Mhm. Hat mich immer so berührt, wie er alleine saß und auf uns gehofft hat an Weihnachten. Und immer hatten alle zu viel zu tun. Ein guter Mann. Haben ihn alle vergessen in ihren Fuß an Verpflichtungen und so. Und dabei ist er auch die Quelle unseres Daseins. Ja. Erinnerst mich irgendwie mal an ihn ein bisschen. Hey. Mir wäre wichtig, wenn wir mal ein Herz bauen würden. Okay. Kurz aus den Händen, kurz ein Herz bauen. So gut? Schön, Liebe, ein bisschen Liebe wieder. Oh. Wollen wir Bad Santa gucken? Ja. Gibt es jetzt auch mal Gender TV? Das tut mir immer so gut mit dir. Ich freue mich auch. Ja, das ist nicht so ein gefühlsduseliger Schwachsinn. Genau. Oh, muss man Jo.